Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zur letzten Folge dieser Karriere hier mit dem mit Olympique Lyon. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, mit welchem Verein ihr eine neue Karriere sehen wollt. Nur als kleiner Disclaimer schon mal, es kann sein, dass wir vielleicht ein paar Tage keine EA Sports FC Folge haben, weil ich erstmal die ganzen Ratings bearbeiten muss, weil es ja jetzt hier die Wintertransferphase gab, da musste man Kader aktualisieren und da bin ich erstmal Ratings am Bearbeiten. Durch Arbeit etc. und Co. ist das nicht ganz so einfach, da habe ich nicht ganz so viel Zeit für, aber das ist scheiße aufwendig. Das braucht immer echt mehrere Stunden bei den ganzen Mannschaften und Co. Dementsprechend kann es vielleicht ein paar Tage kein EA Sports FC Video geben nach dieser Serie hier, aber ja, schreibt mir trotzdem schon mal Vorschläge in die Kommentare. Vielleicht ist hier irgendwas mit dabei, wo ich so sage, okay, das ist geil, darauf habe ich Bock. Sonst werde ich es wie immer spontan entscheiden, ihr kennt es von mir. Wir werden aber natürlich auch diese Saison hier noch zu Ende spielen in den Highlights. Wir gehen einfach Highlight für Highlight durch. Ich werde die Games nicht mehr vollzocken, weil wir nicht mehr in die Champions League kommen können. Und damit, also klar, rechnerisch 8 Punkte in 3 Spielen, aber wir werden nicht in die Champions League kommen. Von daher werde ich da jeweils immer die Highlights spielen. Und dann beenden wir das Ganze hier entsprechend sauber und werden dann bald in ein neues Abenteuer springen. Gehen wir jetzt einfach rein hier. Wird auf jeden Fall interessant, vor allen Dingen, weil ich auch ein, zwei Sachen machen werde. Aber nein, die verrate ich noch nicht. Aber freut euch. Ich sag mal so, Leute, bei der nächsten Karriere freut euch auf eine geile Änderung. Freut euch darauf. Das wird was Spezielles. Ihr werdet es auch nicht erraten, aber das wird nice. Das wird auf jeden Fall nice. Zumindest finde ich es nice. Kann auch sein, dass ihr sagt, ey, voll die scheiß Idee, was ist das für eine Kacke, aber ihr werdet dann schon sehen. Ich denke, insgesamt werdet ihr es geil finden. Gehen wir auf jeden Fall jetzt hier erstmal rein hier und Ferreira gleich mit einer Chance. Ferreira mit einem Wahnsinnslupfer, aber hat nicht geklappt, okay. Jetzt hier Stade Reim. Versuchen hier wieder zu attackieren. Erneut Ferreira, der den da abgegeben hatte. Nakamura jetzt hier. Oh, nochmal rüber gespielt und er ist drinne. 36. Minute, Nico Mir hier mit dem Treffer für Stade Reim in den hellblauen Trikots, die eigentlich gar nicht mal so schlecht aussehen. Bis auf dieser rote Streifen, der sieht so ein bisschen Müll aus, aber egal. Jetzt haben wir mal eine Chance mit Adrien Rabiot. Der ja auch im Finale einer der Hauptprotagonisten war. Adrien Rabiot. Rabiot hält den Ball, aber dann verliert er den doch. Ich finde es auch doof, dass immer die Situation zack direkt vorbei ist. Lass doch erstmal irgendwas geschehen, 1-2-2 Kämpfe. Da müssen wir echt dringend mal arbeiten, weil an sich ist diese Highlight-Funktion cool. Und ich würde sie auch viel öfter nutzen, wenn sie ein bisschen umfangreicher wäre und nicht so trash umgesetzt. Stark von Tolisso. Ja, okay, aber der Konter war jetzt kacke unsererseits. Wir haben aber einen Elfmeter. Paulo Dybala hier beim Elfmeter. Gucken wir mal. Komm, Dybala. Paulo Dybala. Paulo Dybala haut das Ding rein. Ja, komm, jubeln brauchen wir nicht. Und wir haben noch eine Möglichkeit hier. Vielleicht können wir das Spiel komplett drehen. Auf der rechten Seite ist auf jeden Fall Platz, wenn er durchläuft. Und Tolisso spielt den da gut an. Arda Güler. Und Numar läuft ebenfalls mit. Arda Güler geht da ins Zentrum. Das meine ich, warum ist der Ball direkt verloren? Ach, Mann. Da könnte man noch so schön um den Ball kämpfen, den nochmal schnell erobern. Aber ist ja auch egal. Komm, scheiß drauf. Was rege ich mich da überhaupt auf? Es bringt eh nichts. Stade Rennes spielt 1-1. Marseille verliert. Aber damit sind wir offiziell natürlich nicht in der Champions League. Und damit werde ich offiziell zurücktreten, wenn ich nicht vorher entlassen werde. Das kann natürlich auch nochmal passieren, dass sie mich da vorher entlassen. Aber gucken wir mal, dass wir das verhindern können. Ich will schon selber gehen. Ich will schon gerne selber gehen, bevor ich hier entlassen werde. Gehen wir rein gegen Stade Rennes auch nochmal. Und gucken mal, ob wir gegen Stade Rennes hier im direkten Duell nochmal punkten können. Weite Flanke von Oel. Mancini anscheinend hier diese Flanke am Schlagen. Spielt den Ball hoch rein. Numar! Ah, schade. Das war eigentlich gar nicht mal so schlecht, das Teil. Sollte leider nicht reingehen. Dybala spielt den dort auf Upamecano. Und Upamecano macht das Teil einfach rein. Wow. Da J. Upamecano hier wirklich mit einem wuchtigen Schuss. Da hätte ich gerne nochmal einen Dings gesehen. Nochmal eine Wiederholung. Kann ich sofort wieder... Nein, das geht. Doch, geht.
Wir können uns tatsächlich das Teil nochmal angucken. Sehr schön. Also, das war von Numar. Und hier die Baller auf Upamecano. Nehmen wir uns mal diese Perspektive. Und dann brettert er das Ding dorthin, wobei man sagen muss, der Keeper auch wirklich schlecht. Weil das Teil musst du eigentlich haben, weil der sehr zentral war. Keeper da so schlecht pariert, beziehungsweise den Ball halt nicht pariert. Und Upamecano dementsprechend mit diesem Traumtreffer. Jetzt hier der hohe Ball, der ist interessant. Der ist interessant. Walter hat den Start. Lass. Übrigens Upamecanos erster Treffer gewesen. Zweimal die Hacke und dann ist auch hier wieder Upamecano mit am Start. Hauptdarsteller dann also. Der Ball kommt jetzt hier auf Chiesa. Junge, was ist das für eine Ballannahme? Willst du mich verarschen? Was war das für eine Ballannahme? Angriff von Stade Rennes. Blas. Samaseku spielt den nochmal ab. Hjulmand, der Ex-Lecce-Spieler. Samaseku nochmal gut abgegeben. Upamecano schon wieder. Also Upamecano hier wirklich mit einer Top-Partie bisher. Paulo Dybala. Paulo Dybala spielt den hier auf Adrien Rabiot. Rabiot gibt den nochmal weiter. Stark gemacht jetzt hier Chiesa. Federico Chiesa. Federico Chiesa spielt den nochmal weiter. Nochmal abgespielt. Rabiot. Was jetzt? Okay, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir Le Durand, der eingewechselt worden ist. Le Durand hat da jetzt mehrere Möglichkeiten. Spielt den schön auf Arnaud Martinez. Arnaud Martinez legt den rüber. Guerrero 2-0. Olympique Lyon schlägt hier Stade Rennes. Wir schlagen sie also tatsächlich nochmal. Und Spiel ist rum hier. Spiel ist rum. Man könnte fast schon sagen, ja, Marseille gewinnt. Damit ist übrigens jetzt auch rein rechnerisch das Ding durch mit der Champions League. Jugendspieler will weg. Ja, dann soll er halt weg. Wen juckt's? Soll er halt abhauen. Nur, dass man sich das anguckt. 5 Punkte ist Marseille weit weg. Auch Stade Rennes ist 5 Punkte weit weg. Also rein rechnerisch hat sich das schon erledigt. Keine Chance auf den Titel. Aber das war uns ja auch klar. Können wir mal nach Jobangeboten gucken. Das wäre auch nochmal interessant. Ah, gibt es leider keine, ne? Gibt es leider keine Jobangebote. Dann hoffe ich fast schon entlassen zu werden. Vielleicht gibt es ja sogar... Was ist, wenn wir komplett switchen und einfach sagen, ey, vielleicht gibt es ein geiles Jobangebot und wir machen das einfach. Wäre auch nochmal interessant. Dann hätte ich auch ein bisschen mehr Zeit bezüglich Dings, bezüglich Ratings bearbeiten. Aber gut, wir gucken mal. Also sollte ich entlassen werden und es gibt irgendwas Nices, dann würde ich das machen. Why not? Jetzt haben wir Paulo Dybala. Dybala mit der Hacke auf Numar, das war stark. Numar, komm nochmal was Schönes. Numar, Numar, mach ihn doch rein. Da will ich es halt ein bisschen zu schön machen. Ich weiß, schieß die Scheiße doch einfach rein, ich weiß. Numar, auch nochmal mit der Hacke. Heute ist der Hackentag. Dybala, Dybala, was machst du? Dybala, leg den einfach rüber, komm. Und Numar. Ich verkack's einfach gerade komplett. Ey, come on. Aber wir haben einige Angriffe. Jetzt spielen wir das Ganze ja wieder seriöser. Rabiot. Paulo Dybala, komm, jetzt hau das Teil rein. Ah. Den will ich dann schon reinmachen, dann geht er nicht rein. Ah, ihr stellt euch mal vor, es würde noch in die Champions League gehen, man würde so eine Scheiße machen. Das wäre dann schon ein bisschen bitter. Dybala. Komm, Mancini drüber. Also wenn wir das Ding nicht gewinnen, kann man nicht sagen, dass wir hier nicht die Chance gehabt hätten. Tolisso. Arnaud Martinez. Ah, na, das wäre Abseits gewesen. Aber gibt es Einwurf? Nee. Angriff von Lyon. Also wir kriegen hier echt einige Angriffe. Einige Angriffe. Arnaud Martinez. Numar, nochmal abgespielt das Teil. Jetzt hier Paulo Dybala mit dem Außenriss. Macht er das Ding rein. Schön. Dybala mit dem Treffer. 1-0 Lyon. Aber Elfmeter. Aber Elfmeter Bordeaux. Jetzt hier Diaz gegen Walter. Ach, der ist drin. Macht der rein hier Pedro Diaz. Jo, noch einen Elfmeter, ist klar. Einfach 2 Elfmeter innerhalb von ein paar Minuten.
5 Meter in ein paar Minuten hier. Das geht gar nicht. Ja, einfach nochmal. Einfach Déjà-vu. Pedro Diaz macht ihn einfach zweimal rein. Läuft. Man kann aber nicht sagen, dass wir nicht die Chance gehabt hätten. Hätten wir die alle akkurat reingemacht, gewinnen wir das Ding hier easy. Na gut. Ui, da hat er viel Platz. Da hat er sehr viel Platz jetzt hier. Walter kommt raus und verunsichert damit den Gegenspieler. Am Ende ist die Saison damit durch. Gucken wir mal, ob wir entlassen werden oder nicht. PSG gewinnt. Oh mein Gott, ey, Stade Rennes hat schon wieder verloren. Also wir hätten theoretisch sogar Stade Rennes überholen können, hätten wir alles gewonnen. Aber gut, hätte. Ja, ihr wisst es. Hätte, Fahrradkette. Wisst ihr, was mich aber echt nervt, dass man nirgendwo sich bewerben kann, weil das Rating so mies ist. Aber gut, gehen wir in die Analyse des Ganzen. Wir sind am Ende sogar nur Sechster geworden. Am Ende sind wir wieder nur Sechster und damit, dadurch, dass wir aber den Coupe, dadurch, dass wir im Coupe Nationalfinale waren, nochmal safe vor uns ist, werden wir wieder in Europa Conference League. Eine riesen Enttäuschung. In der Liga gewinnt PSG, Stade Rennes aber auch, wie ich es schon damals prediktet habe, die werden das nicht halten mit der Champions League, sind abgerutscht, für die natürlich auch sehr enttäuschend. Lille auch keine gute Season. Und am Ende steigen die drei ab. Im UEFA Superpokal gewinnt Inter das Ding. Champion, achso, wir sind noch gar nicht so weit, dass da alle Wettbewerbe durchgespielt worden sind. Dann gehen wir nochmal ein bisschen vor. Ich hoffe ja noch, dass ich entlassen werde, aber ich glaube, dafür ist mein Rating tatsächlich zu gut. Was ein bisschen nervig ist. Weil ich hätte eigentlich gerne nochmal geguckt, ob ich hier mich irgendwo bewerben kann. Aber es geht natürlich nicht. Das ist so dumm bei diesem Spiel, ne? Aber ja, als wenn die das nicht mit Absicht machen. Als wenn die das nicht mit Absicht machen, dass du dann zum Online-Spielen gehst. Naja, gucken wir erstmal auf die anderen Wettbewerbe und danach auf uns nochmal. Hier hat Inter gewonnen. Barca gewinnt gegen Dortmund. Alter, es hätten sogar zwei französische Mannschaften im Finale stehen können. Dortmund hat sich durchgesetzt gegen Gala, okay, dann Napoli und dann PSG. Aber am Ende ist Barca Champions League Sieger. Und in der Euroleague haben wir Arsenal, die sich vorher gegen Fenerbahce und Milan gegen Leipzig durchgesetzt haben. In der Conference League Liverpool gegen Trabzonspor, okay. Crazy. Und Länderspielpokal, das interessiert uns natürlich nicht. Wir gehen nochmal in die interessanten Ligen und danach gehen wir in die Analyse unsererseits. Wir gucken mal in der Bundesliga. Leipzig vor Bayern, okay. Einfach RB Leipzig als Meister. Nice. Schalke und Hamburg gehen wieder runter. Fürth, Bochum und eventuell Karlsruhe. Und Saarbrücken und 1860 gehen runter. Magdeburg und Sandhausen aufgestiegen, okay. Premier League. Pool for City, punktgleich. Dann Chelsea, dann Newcastle. United nur Siebter, eieiei. Nottingham, Wolves und Middlesbrough. In der Championship haben wir Crystal Palace, die richtig dominant aufsteigen, und Luton Town. Okay. Hearts 4, Portsmouth und Barnsley runter. In der League 1 haben wir hier, also League 1 natürlich, Wigan und Plymouth. Und runter geht es für die vier Kandidaten unter Notts County, die aufgestiegen waren, okay. In der Ligue 2 ist aufgestiegen Clermont Foot und Le Havre. Die anderen sind halt im Dings, im Playoff-System. Inter Meister, Roma Zweiter, Milan Dritter, Vierter Lazio. Super eng auch alles gewesen. Juve und Napoli dann auf 5 und 6 und dann erst Atalanta. Abgestiegen sind Cremonese, Hellas und Parma. Aufgestiegen Spezia und Genoa, okay. Eredivisie, Feyenoord vor Ajax und danach PSV und Alkmaar. Da will ich gleich mal was gucken. Wie sieht es eigentlich in Belgien aus? Die haben ja dieses komische Dingssystem, ne? Dieses komische Playoff-System, oder? Ist das hier auch drin? Ich weiß das gar nicht. Deswegen kann man... Ja gut, ist ja auch egal. Leider gibt es da keine Historie, wer wo wie richtig Meister wurde. Dann haben wir Portugal hier mit Porto, Benfica und Co. Und jetzt gucken wir uns natürlich nochmal hier Spanien an. Boah, Barca punktgleich mit Real Madrid, das ist krass. Also genauso wie in der Premier League. Und Atletico Madrid einen Punkt dahinter. Das war wahrscheinlich die spannendste Meisterschaft aller Zeiten, ey. Boah. Villarreal auch mit einer Top-Season und dann so ein richtiger Boom, Breakdown. Real Sociedad hat dann fast 20 Punkte dahinter, dann Sevilla und Co. Also die Liga richtig schön gespalten. Und Girona steigt ab. What? Okay.
Okay, einfach mal Girona steckt ab. Komm, hier Cadiz und Granada in der Türkei. Fenerbahce dominiert. MLS ist eigentlich fast schon egal. Hier gibt es auch einfach so eine große Liga. Das macht eigentlich ja keinen Sinn. Die haben doch Western und Dings Conference, aber gut. Und hier ist Austria Wien Meister. Na gut, na gut, na gut, na gut. Gucken wir auf unsere Mannschaftsleistung. Eine kurze Analyse machen wir nochmal hier. Das ist einfach Tradition. Hugo Lloris keine Rolle gespielt, Karius keine Rolle gespielt. Restén, sein Einsetzen war okay, aber hatte keine Chance gegen diesen Mann hier. Walter hat eine Top-Saison gespielt, hat einfach super pariert, ist einfach ein unglaublicher Mann und wird sich die nächsten Jahre oder würde sich in den nächsten Jahren zur purer Weltklasse entwickeln. Hansen übrigens plus 3, Schmidt plus 2, Schröder plus 4, Meier plus 4, Graf plus 4, okay, Danielson plus 4, Upamecano eine Saison gespielt, zwischen guten Leistungen und zwischen Katastrophe. Der hat gefühlt halt 7, 8 Elfmeter verursacht. Mancini muss man sagen, vielleicht der stabilste da hinten. Weil der hat mir eigentlich durchgehend gut gefallen. Dann so immer mal wieder seine Probleme gehabt, aber nach und nach auch ganz stabil an sich gewesen. Aber hat auch zu oft Probleme gehabt in Sachen Geschwindigkeit. Hat da oft seine Spieler leider durchlaufen lassen. Fofana in seinen Einsätzen als Backup okay, als Stammkraft reicht es nicht. SDW hier hat halt wenig gespielt, ist solide gewesen. Johansson konnte wieder viel spielen, plus 3 in dieser Saison. Also Johansson für sein Alter machte das gut als Backup. Amos plus 2, Kumbedi plus 1, Hassan plus 4. Martinez war ja leider viel verletzt, ansonsten hat er auch eine gute Saison gespielt, als der etwas defensivere Part im rechten Mittelfeld. David dagegen so ein bisschen seinen Platz verloren, einfach wegen der zu großen Konkurrenz. Palinha, ordentlicher Mann zwischen Backup und Stamm, haben da beide drum gekämpft. Kakaré zeitweise überragend, teilweise dann wieder unauffällig. Also bei den beiden war es immer so eine schwankende Saison. Guerrero, solider Backup, Chiesa, überragend. Muss man einfach sagen, hat eigentlich gut gespielt soweit. Rabiot im Mittelfeld ebenfalls. Tolisso, ja klar, seinen Stammplatz verloren dieses Jahr. Ist okay gewesen, ist okay gewesen. Gravenberg überragend bis zu seiner Verletzung leider. Hat mir aber gut gefallen. Chotard, Lepenor, klare Backups. Güler, zeitweise ziemlich scheiße, um ehrlich zu sein. Die Hinrunde war nicht gut, aber die Rückrunde war umso besser. Auch am Ende 13 Assists und 11 Tore. Deswegen insgesamt eine richtig geile Saison. Wechselt nicht umsonst. Boah, demnächst 437 Millionen zu Arsenal. Aber er ist auch 122,5 wert. Bitterer Abgang. Die Baller, super Saison gespielt. 21 Tore, 16 Vorlagen, top. Doué, wenig zum Einsatz gekommen. Dementsprechend schwer zu bewerten. Ben Yedder, ab und zu mal gespielt, aber auch keine große Rolle mehr. Le Duron als Backup, voll zufrieden. Und dann haben wir Numar mit 36 Scorern, 36 Spielen, seine Durchbruchssaison. Und der Spieler der Saison, wer ist euer Spieler der Saison? Für mich ist es am Ende Adrien Rabiot, muss ich sagen. Er war der konstanteste, von Hinrunde und Rückrunde top gespielt, defensiv immer gut gearbeitet, wo es ging, offensiv immer mit dabei gewesen. Für mich ist Adrien Rabiot der Spieler der Saison. Auf Platz 2 würde ich sagen Numar und auf 3 dann Walter. Aber ja, spielt wahrscheinlich jetzt eh nicht mehr die große Rolle, weil wir werden entweder jetzt hoffentlich entlassen, was aber nicht passieren wird, oder wir finden einen neuen Job, was natürlich noch cooler wäre. Wo ich mich aber leider nicht bewerben kann. Also wird uns das Spiel leider hier aus der Serie kicken. Ich kann ja nicht mal zurücktreten. Das ist halt auch so dumm, dass das nicht geht. Ja, die wollen tatsächlich eigentlich weitermachen, aber ich werde nicht weitermachen, Leute. Ich werde nicht weitermachen. Ich habe es gesagt, ich beende meine Karriere, wenn ich mich jetzt nicht irgendwo bewerben kann. Was in der Regel aber nicht geht. Wir gucken aber kurz, ob man das vielleicht kann am Anfang der Saison. In der Regel guckt man da ja nicht drauf. Aber ich werde dann auf jeden Fall zurücktreten. Das war's. Lyon, Verloche, Kapitel beendet. Und wir werden dann in ein neues Kapitel starten. In ein neues Kapitel. Wie gesagt, Verein ist noch nicht ausgesucht. Wenn ihr geile Vorschläge habt, in die Kommentare ballern. Dann bin ich mal gespannt, was ihr mir so vorschlägt. Ob da irgendwas mit dabei ist, wo ich mir so denke, yes, das ist es. Oder ob ich am Ende doch ganz spontan irgendwas anderes nehme. Ja, ich bewerbe mich noch kurz und dann halte ich die Folge auch nicht länger, als es sein muss. Nein, geht nicht. Damit ist Ende mit dieser Serie. Ich melde mich ab und bye bye.